200, 250 Euro gekostet oder so. Oder 180. Bin mir uneinig. Auf jeden Fall auch so ein... Auf dem Ding, wo ich gerade drauf sitze, ist auch echt so ein Scheißteil. Ich war verwundert, dass ich letztens diese 14,5 Stunden Stream, dass die meinen Arsch überlebt haben. Weil hier sitzt du irgendwie 2 Stunden drauf und dann tut dir schon der Hintern weh. Also entweder bin ich zu fett für das Ding und dementsprechend dann zu schwer. Oder das Ding ist einfach scheiße. Aber ich befürchte, das Ding ist einfach scheiße. Ist einfach billiger Kackdreck. Nur, ich bin auch ganz ehrlich, so 600 Euro für so ein Ding ausgeben, sehe ich noch nicht. Sehe ich noch nicht. Das sehe ich noch nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, du bist doch jetzt Affiliate. Hast du jetzt ein Gewerbe? Ja. Das Problem ist aber, ich könnte die Kosten bei der Steuer mit, ich glaube, absetzen oder zumindest irgendwie mit angeben und verrechnen lassen oder irgendwie so ein Scheiß. Also als Einnahmen und Ausgaben. Ja, das Problem ist aber, wenn du nur Ausgaben hast und keine Einnahmen, dann sagt das Finanzamt irgendwann, hier, Moment, Kollege, jetzt ist mal Schluss. Und dann gibt's das nicht mehr. Weißt du, dann bist du da auch wieder so ein bisschen im Arsch. Deswegen würde ich zum Beispiel Ausgaben erst geltend machen in der Steuer. Ich sehe nichts. Wenn ich auch Einnahmen habe, ne? Alles andere macht ja sonst keinen Sinn. Ich kann ja jetzt rein theoretisch alles, was ich hier für dieses Setup hier brauche, egal ob das Spiele sind oder, keine Ahnung, Stuhl oder irgend so ein Scheiß, kann ich ja alles dann irgendwie mit angeben, ne? Ich, Mist, ich hätte einen Scheiße. Ich habe eine Sackkarre vergessen. Gibt's hier eine Sackkarre? Alter, wir können ja mal ein paar mehr Anwälte reinsetzen, wenn ich mir das so angucke, ne? In dieser Rummelbude hier. Ach, eine Putze brauche ich auch noch, ne? Scheiße. Um Gottes Willen, das ist aber dezent groß. Guck, ich gehe mal nicht so weit weg von der Tür. So, wir haben 6 Leute. Das heißt, wir könnten hier eigentlich erstmal 3 und 3 machen. Und hier dann nachher ein Großraumbüro. Mit 30 weiteren Anwälten. Aber ich glaube, so weit spielen wir nicht mehr. Hier, wir sperren ihn einfach in die Ecke ein. So, zack. Also die Leute stellen ja gerne Schreibtische quer in den Raum, ne? Habe ich mal gehört. Und schon mal gesehen. Und so. Können wir das... Ist das gleich? Geht das überhaupt gar... Ja, Mist, jetzt muss ich da hinrennen, ne? Weil ich den anderen auswählen muss. Scheiße. So eine Scheiße. So, lass mich mal gucken. So wäre gleich, ne? Ja, noch nicht so richtig. Aber weiter rüber muss der, ne? So. Müsste dann Schuh draus werden. Ist nicht schön, aber selten. Wir können ja verschieden anordnen. Ist ja eigentlich an und für sich ist das ja egal. Ich finde es aber schön, dass die Anwälte keine Ansprüche haben, wie eine Kaffeemaschine oder irgendeinen Spezialstuhl. Das ist schon okay. Da ist eine Tür, da ist eine Tür. Kommen wir einmal dahin. Jetzt möchte ich den Raum gerne kopieren. Das wäre ganz nice. Durch, wir machen heute die Nacht durch, weil ich keine Sackkarre habe. Weil ich ein Sack bin. Ohne Karre. Wie viel Platz ist da? Ein Kästchen. Also so. Ach ja. Das wird ein bisschen dauern. Das tut mir leid. Ich habe an die Sackkarre leider nicht gedacht. Hier ist auch einer frei, ne? Ja. Also so. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Tut mir auch nur ein bisschen leid. Aber nicht so sehr, als dass es mich kratzen würde.
Der sitzt dann hier. Ich bin jetzt schon dazu geneigt, doch noch eine Sackkarre zu holen. Vielleicht hätte ich erst den Stuhl ranstellen sollen. Warte, ich hole mal erstmal die Stühle. Weil der kann nur da. Ach, oh, da fast auch. Sehr gut. Dann. Computer. Ich glaube, wir müssen im Auto pennen. Ist das auch richtig rum? Ja. Steht der auf dem zweiten Platz, ne? Also da. So. Brauchen die Kunden eigentlich auch Stühle? Bin mir unsicher. Ich weiß aber auch nicht, ob wir Kundendurchlauf haben, so richtig, oder eher nicht so. Müsste ich mal gucken, wenn der Bums hier offen ist, ne? Wäre halt auch noch so schön, dass man eine Benachrichtigung irgendwie kriegen würde, was die Leute denn wollen, anstatt dass man da irgendwie extra in den Laden fahren muss. Und eine Sackkarre auch in Bürogebäuden wäre sinnvoll. Damit wir nicht sowas hier, was ich jetzt mache, machen müssen. Ach, ich wollte gerade sagen, wir haben einen Stuhl zu wenig, aber wir haben schon einen eingebaut. Puh. Gerade schon ein bisschen Panik geschoben. Hä? Hä? Der ist da? Der ist da. Warte mal. Das sieht nicht richtig aus. Der steht richtig. Aber der nicht. So muss der. Das heißt, die müssen ja alle einmal umgestellt werden. Okay. Das war komisch. Ach, renn doch einfach raus, Mann. Mach dir das Leben noch nicht so schwer. Haben wir auch noch gut Energie? Hab's gleich geschafft. Gleich Homeboard. So, und der letzte. Ich hoffe, die Mandanten können alle stehen. Wär blöd, wenn nicht, ehrlich gesagt. So, dann lass uns doch schon mal die beiden hier zuordnen. Ach, die brauchen... Nee, die kriegen hier die gleichen Outfits wie die Kollegen. Dienstplan. Auch 24/7. Was ist mit dem? Stuhl. Oh, habe ich nicht richtig reingestellt anscheinend. 56 Stunden ist zu viel. Okay. Ja, Anwälte. Nee, warte, wir machen um 9 erst auf. So wie es das gehört von richtigen Anwalt. Okay, warte mal, hier steht irgendein Computer nicht richtig. Well, look at this. All these people all dressed up, sitting at desk, making money for you. And to think, not too long ago, you were just getting started. I tell you what, I think it's time for a little celebration. Now, you can't go gambling within the city, but you can hop over to the Hudson and get a cruise outside international waters. It might cost you a few bucks, but listen, you're not just a broke kid anymore. Jetzt kommt das Glücksspiel.
So, Mary auch noch. Zack, Dienstplan. Eine Longcoms, Mary. Mary, Mary. So. Und dann müssen die auch gleich mal einem Personalleiter zugeordnet werden. Oh, der kann. Der ist fully ausgebildet anscheinend. So. Aber jetzt müssen wir erstmal Bubu machen gehen. Kanzlei ist offen. Jetzt müssen wir noch aufs Casino. Casino. Oh no, no. Casino. Mal gucken, was dann noch kommt. Das könnte eventuell schon das letzte Ding sein. Das heißt, wir sind schon gleich durch. Aber erstmal muss die Anwaltskanzlei laufen. Dann gehen wir aufs Casino-Boot. Ne? Wenn, dann wollen wir es ja vernünftig beenden. Hier wohne ich nicht. Ich bin von da gekommen. Ich bin ein zu spät abgebogen. Hoppala. Das ist mir aber jetzt peinlich. Das ist mir noch nie passiert. Ach, Onkel Fried. Onkel Fried will jetzt bestimmt, pass auf, dem gehört bestimmt das Casino-Boot. Der hat jetzt gesehen, wir haben dick Asche auf dem Konto, weil der hat bestimmt auch unsere Finanzen im Blick. Der weiß, was wir an Geld haben, weil er bestimmt irgendwie auch über unser Konto verfügen kann. Und jetzt will er einfach, dass wir das ganze Geld auf dem Casino-Boot verlieren. Oder wir gehen in den Knast und werden festgenommen. Das wäre es ja auch noch. So, jetzt muss ich aber erstmal Bubu machen hier. Erstmal bis 17 Uhr. Gehe ich erstmal Haier machen. Und dann müssen wir einmal schnell die Mitarbeiter durchwursten. 87, du musst noch mal eine Runde. 93 ist in Ordnung. Rein damit ihr. Mach uns den Anwalt. 89, du musst auch noch mal. 96, du musst nicht. So, halt darüber. So. Dann wieder mit dem Personal, Leute. Verschmelzen lassen. Zack und zack. Und dann essen wir erstmal was. Schlafen nochmal bis nächsten Tag. Bis da. Und dann müssten die alle auch ausgebildet sein. Soweit es uns reicht. Und dann müssen wir mal gucken, ob der Laden dann auch Kohle abwirft, ne? So, das ist in Ordnung. Oh, Errungenschaft freigeschaltet Suit Castles. Oder Suite? Nee, Suit, ne? 99. Zack und zack. Dienstpläne verwalten. Du dahin. Nee, du nicht. Da. Du da. So, so. Und so. Und dann noch zu den anderen Personalleiter. So. Damit haben wir die alle. So, wie sieht's aus? Das Loch macht einfach keinen Gewinn. Ich glaube, das Marketing ist zu teuer für das Loch. Was haben wir denn da für ein Marketing am Laufen, Alter? Eine große Werbetafel. Das könnte ein bisschen doll sein, ne? Ich schalte das mal aus. Ich mach mal hier. Ach so. 8 Uhr. Scheiße. Stelle mindestens 5 Anwälte ein und plane sie für eine Schicht ein. Okay. Cool. 8 Uhr Marketing. Dran denken. Das Loch muss Gewinn abwerfen. Das nützt nichts. Tut es aber im Moment nicht, das ist leider doof. Aber das Loch ist zumindest nicht mehr schmutzig im Moment. Das passt also. So, dann machen wir Bubu bis um 8.
Oder bis 8:30, das reicht ja auch. Dann müssen wir einmal kurz das Marketing neu planen für den Donutladen. Kundenservice ist halt auch noch unterirdisch scheiße. Ich würde es dann erstmal mit einer Internetkampagne versuchen. Aber mit einer großen. Mal gucken, was das bringt. Wow, 27%. Hey. Das Loch, ne? Mittlere Werbetafel. Ach, das reicht. Sehr gut. Oh, das reicht auch schon. Okay, dann will ich was ausprobieren. Reicht vielleicht auch eine kleine? Für den Schuppen. Nein, eine kleine reicht nicht. So, den weg. Den weg. Und den weg. Dann zahlen wir nicht mehr ganz so viel. Und dann müssen wir mal gucken. 4, 5. Das Marketing hat halt reingehauen. Die machen 3 Umsatz. Macht da immer noch keinen Gewinn. Der Umsatz ist zu gering. Vielleicht müssen wir da mal einen Preis anziehen. Bei den Donuts. Ich mach mal auf 4 und dann gucken wir, was passiert. So, Anwaltskanzlei, wo ist er? Da, die machen schon Gewinn. Und die haben noch nicht mal Marketing. Dafür brauchen wir bestimmt... Ich schätze mal eine... Ich versuch's erstmal mit einer mittleren. Und mach gleich noch eine große. Dann gucken wir mal, welche reicht. So, Marketing. Die große reicht. Oh, okay. Eine kleine und Internetkampagnen. Und da müssen wir mal gucken. Ich weiß, das ist jetzt alles Geldverschwendung, aber. Was soll der Geiz, ne? Und dann machen wir mal eine große Internetkampagne und dann. Gucken wir mal, wie wir das kombinieren. Also die große reicht schon mal nicht ganz aus. Kleine Werbetafel, kommen wir auf 100. Und damit auch. Dann würde ich tatsächlich aber die Internetkampagne nehmen, weil Internet. Das weg, das weg. Okay. So, warte mal, wie sieht es hier noch aus? Innenausstattung ist okay. Oh, wow. Das gibt ein Desktop-Computer, bedeutet ein Kunde. Das heißt, wir können hier 50... okay, wir können hier 50 Anwälte reinquetschen. Aber die können dann ja rein theoretisch auch an... zwei an einem Tisch, ne? Würde auch gehen, glaube ich. Zwei an einem Tisch würde auch gehen, ne? Wie viel Platz haben wir denn noch im Personal? 11. Reicht das noch? Ja. City Workforce. Ich bräuchte noch mal ein paar Anwälte, bitte. Ich meine, why not? Von mir aus soll ich auch in Teilzeit arbeiten. Ist mir völlig egal. Okay, dann müssen wir noch mal... Warte, warte. Ich habe doch von denen auch die Telefonnummer, oder nicht? Von Ika? Habe ich nicht. Wieso habe ich von Ika die Telefonnummer? Hä? Ich hatte doch die Telefonnummer von denen geholt. Anscheinend nicht. Das ist ja ungünstig. Ich würde es dann erstmal versuchen. Ich habe nicht gegessen. Scheiße. Nee, ohne Essen kann ich jetzt nicht los. Das funktioniert nicht. Dann gehe ich drauf. Jetzt. Geh weiter, Junge. Fress nicht so viel. Kannst beim Haufen fressen. Hast keine Zeit für sowas. Wieso habe ich denn... Wieso habe ich denn nicht... Dann würde ich das nur noch mal umstellen.
dass wir so viele Anwälte wie möglich an die Computerplätze kriegen und an die Schreibtische. Ja, das ist aber ungünstig jetzt. Leute, könnt ihr mal bitte eure Taxis wegnehmen? Hallo? Das hilft nicht, wenn du weiter reinfährst, wenn ich gespawnt werde. Was ist denn mit dem Ding? Ach, ist das jetzt dein Ernst? Jetzt los, fahr! Du schaffst das! Jawohl! Oh! Junge! Ey, 1000 Unfälle habe ich hier schon gebaut, ne? Mindestens 1000. Und jetzt, wo ich sage, ist letzte Runde, da passiert sowas. Das ist ja auch wieder geil. Ich wollte die Karre jetzt eigentlich nicht mehr zu Schrott fahren, aber naja. Halt! Aber wieso habe ich denn nicht... Wieso habe ich denn nicht? Also ich würde dann jetzt erstmal Stühle kaufen. Und Desktop-Computer. Aber warte. Nee, warte, ich mache das auf Google. Ich hole mir mal die Telefonnummer von dem Kasper hier. Ich dachte, ich hätte die schon. Irgendwie war mir die so danach, dass ich die schon gesehen hätte. In meinem Dingens. In meinem Kurzwahlspeicher. Was machst du da? Weil auf so einen Tisch passen ja mehrere rauf. Ich mache erstmal 4 und 4. 1, 2, 3, 4. Dann spreche ich gleich mal mit dem Filial-Kasper hier. Hol mir mal von dem die Nummer. Dann können wir den nämlich anrufen. Park mal. Bist du der Filial, Leute? Ja. Gib mir mal deine Nummer, mein süßer Schatz. Mein süßer Schatz. Möbellieferung. Adresse. Dahin. Lieferzeit. Alsbald. 1. Dann hätten wir 8. 9, 10. Und auch 6 davon. Bestellen. Super. Dankeschön. Muss ich auf jeden Fall eine Sackkarre mitnehmen. Jetzt packe ich die Buden mir voll mit Anwälten erstmal. Da krieg ich nichts. Morgen früh um 10. So, unser Lager ist hier ja gleich. Dann können wir hier gleich einmal ranfahren und eine Sackkarre rausholen. Die würde ich dann auch permanent im Auto lassen, glaube ich. Aus Gründen. Ja, ist ja gut. Geh mir nicht auf den Sack. War hier nicht mein Lager? Nein, war hier nicht. Toll. Warum nicht? Ach, weil es in die andere Richtung war. Nee, war es nicht. Ich rasse alles. Warte. Die Frage ist, bilden wir die Anwälte selber aus? Ich würde sagen, ja, ne? Ja, komm. Geh mal weg. Ich muss hier lang. Vorsicht. Ich würde sagen, die bilden wir selber aus. Wenn da mal einer fehlt, das ist nicht so wild, glaube ich. Ich würde gerne tatsächlich das Ganze auf so ein Maximum bringen mit den Anwälten. Dass wir so 50 Anwälte da drin sitzen haben. Das wäre echt Knorke. Das würde ich gut finden. Nicht dahin. Dahin, Junge. So, das Ding nimmst du einmal mit. Rein damit. Und dann müssen wir ganz nach da oben. Ganz nach da oben. So. Dann müssen wir nicht so oft hin und her laufen, sondern schleppen wir den Scheiß rein, bauen ihn auf und dann geht das besser.
Vor allem auch, wenn wir dann morgen die Lieferung kriegen, geht das dann auch besser. Mit der Karre. Und dann gucken wir mal, wie viele wir da reinkriegen. Vor allem an die Tische dann. Komm ich hier rein? Ja, mehr schlecht als recht, ne? Wenn ich was sehen würde, würde ich hier reinkommen. Aber ich sehe leider nichts. Guck mal, ich parke mal wieder so ein. Weiter, 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 weiter. Mann, ich sehe nichts. Das müssen wir auch noch ändern, dass man die Kamera drehen kann. Nur noch nicht. Hallo? Jetzt. Egal. So. Sackkarre. Erstmal vier Computer. Da grillt einer, Alter. Was ist los? So, platzieren. Dann müssen wir die vielleicht anders anordnen. Ach, hier arbeiten noch Leute. Was ist los mit euch? Wann macht die Feierabend? Um 16 Uhr, ne? Dann warte ich mal eben so lange. Ich hätte vielleicht erst die Stühle reinholen sollen, um zu gucken, wo die ranlegen können, ne? So, ich sag mal, den... Ah, wobei, ich glaube, hier geht nur ein Stuhl ran, ne? Ich glaube, hier geht nur ein Stuhl ran. Warte mal, kann ich das? Ich mach das mal so. Und hol dann schon mal die Stühle. Ich glaube, eventuell... So, jetzt ist hier nämlich dicht. Ich glaube, da geht nur ein Stuhl ran an den Schreibtisch, ne? Meine ich mich dunkel erinnern zu können. Yeah, das ist ja... Not so geil, würde ich sagen. Ja, geht nur da in die Ecke. Das ist ja... Oh, hier habe ich aber auch... verzogen, wa? Alle anderen stehen gut hier. Ah, hier geht nur einer ran. Schade. Boah, jetzt bräuchte ich hier ein Bett. Jetzt bräuchte ich hier ein Bett. Okay, warte. Ich entlade den erstmal. Packen wir das Ding dann wieder ins Auto. Und dann muss ich mir noch Tische liefern lassen. Aber vorher bauen wir hier einmal die Tische um und stellen die anders hin, dass hier mehr Leute arbeiten können. Ich weiß nicht, ob die da ranlaufen müssen, aber ich glaube, das ist in Ordnung. Dass wir das immer so machen. Und dann kriegen die alle auch solche Schreibtische auf jeden Fall. Warte. Und dann so. Den machen wir dann so daran. Dann haben wir, glaube ich, schon mal alle. Dann kriegen wir hier auf jeden Fall eine Menge Leute rein. Ich bin jetzt dazu geneigt, im Auto zu pennen, aber ich habe leider kein Essen dabei. Deswegen könnte das ein bisschen ungünstig werden. Moment mal kurz. Komm gleich wieder. Muss eben was gucken.